Moin Leute, ich bin hier, willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch mal eine Sache erklären, wo ich halt wirklich das Gefühl habe, dass so manche Leute, die halt dieses Spiel spielen, das einfach immer noch nicht richtig checken und die vielleicht einfach dann halt keinen Bock mehr auf was auf das haben. Um was es eigentlich geht, auf jeden Fall um das Spiel CSR Racing 2 mit den Autos, die wahrscheinlich am besten detailliert sind in einer Mobile App und um Online-Rennen fahren. Ja, meine lieben Leute, dieses Spiel ist nicht einfach geil, weil man da verschiedenste Autos von gesamten Ländern und so sammeln kann, sondern weil man auch tatsächlich online gegen andere fahren kann, ne? Es gibt nicht einfach nur Events und so und Solo-Rennen, sondern auch Live-Rennen gegen andere Leute auf der gesamten Welt zu spielen, ne? Ich weiß, ich glaube, das habe ich eigentlich schon in einem Video irgendwo mal erwähnt, also, aber sonst erwähne ich es einfach nochmal, weil, warum nicht, ne? Ich habe schon wirklich Leute von überall gesehen. Leute von Türkei, Arabien, Frankreich, Deutschland, Amerika, Texas. Also halt einfach das, was ich aus dem Namen und der Crew-Name herauslesen kann. Es kann auch sein, dass sie von woanders sind. Aber trotz allem chinesische Leute, asiatische Leute, koreanisch, japanisch, also. Spanisch, ich glaube, ein, zwei Mal habe ich sogar Niederlande oder so gesehen, aber das eher selten. Toll, jetzt ist der Akku der Kamera wird ein bisschen tief, ist ein bisschen tief, das heißt jetzt aufladen. Sieht das jetzt, sieht sich richtig geil aus, so. Also, und von Spanien sogar auch noch, Mexiko, so. Ich würde schon sagen, von ein bisschen überall. Italien sogar. Italien, ja, das ist nicht zu vergessen, Italien. Und auch aus der Schweiz tatsächlich. Also schon ein bisschen von überall. Und Russen natürlich auch noch. Das darf ich nicht vergessen. Russen, Ukraine und all das. Sagen wir wirklich fast von allen Ländern ein bisschen. Also. Und ja, die Sache ist halt, immer wieder, wenn ich Live-Rennen fahre, habe ich wirklich das Gefühl, dass die Leute das System halt wirklich nicht verstehen. Wobei das System, naja, wenn man es mal ein bisschen drauf hat, ist es ja auch nicht allzu schwierig. Also es ist vielleicht ein bisschen komischer Vergleich, aber sagen wir mal, es wäre ein bisschen wie echtes Autofahren. Ne? Am Anfang ist man so, nicht so nah hier, da, nicht so schnell da. Aber mit der Zeit hat man so ein Gefühl, ja gut, Gaspedal so weit runterdrücken, dass ich schnell auf 50 komme. Oder Gaspedal so weit runterdrücken, dass ich auf 100 komme. Dann dort stehen bleibe, dann brauche ich fast kein Tempomat. Wobei, Tempomat würde ich empfehlen. Es kann euch auf jeden Fall eine Menge, Menge Benzin und Diesel sparen. Glaubt mir, Leute. Einfach als kleines Beispiel. Privat, wenn ich mal mit dem Auto fahre, nutze ich den Tempomat relativ oft, öfters auf der Autobahn. Wenn 100 oder 120 ist, beschleunigen tue ich tatsächlich selber, manuell mit dem Fuß, weil das muss man einfach zugeben. Das ist halt wirklich für die meisten Leute das geilste Gefühl ever. Aber ansonsten tue ich das Tempomat rein, weil der Verbrauch dann wirklich sehr, sehr geil ist. Also das heißt sehr, sehr tief. Und damit kann man wirklich sehr, sehr viel Sprit sparen. Und wenn ihr wirklich lange Reisen macht mit Tempomat, also ich bin wirklich überzeugt, ihr könntet so ein paar Liter sparen und dann einfach noch ein paar Kilometer mehr fahren und weniger tanken. Und das heißt auch mehr Geld in der Brieftasche. So. Also. Jetzt nochmal zurück zu dem Live-Dings-da-Bums mit dem System. Also, ich habe jetzt einfach mal als Test, das habt ihr ja vorher gesehen, ich habe jetzt einfach als Test, als Maul, einen Mazda Rocket Bunny MX-5 Miata genommen. Ein Stufe 2 Schiff. Schiff, Alter! Ich bin noch voll in World of Warships drinne. Also, Entschuldigung, Alter. Ein Stufe 2 Auto. So, das haben wir es. Jetzt gehen wir auch mal rennen. Die Sache ist, weswegen ich kein Stufe 1 Auto nehme, ist einfach, weil die halt das nicht haben, das mit dem Start-Launcher. Deswegen möchte ich es hier mit dem Stufe 2 Auto
repräsentieren, weil mit dem Stufe 1 Auto ist es, als würde man solo fahren. Und das ist genau das Gleiche. Deswegen mit dem Stufe 2 Auto ist es, also ich glaube, da kann man es am besten verfolgen. Deswegen habe ich auch das Auto ausgewählt. Erstmal ein bisschen Wasser trinken. Weil Wasser sehr geil ist. So, und offenbar sind hier alle beschäftigt. Ja, das ist ja geil, oder? Aber so wie ich sehe, auch relativ viele Spieler, die wahrscheinlich wirklich gerade angefangen haben. Mal gucken. Also ob wir jetzt gewinnen oder nicht, das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Ich möchte euch einfach von mir aus. Eigentlich, wenn ich Live-Rennen fahre, tue ich absolut gar nicht gerne Geld wetten. Ich tue das eigentlich so gut wie nie. Und wenn es wenig ist, dann gehe ich darauf an. Aber ansonsten. Also, wir haben hier den Start. Und wenn hier Go steht, müsst ihr den drücken. Und dann ist es alles normal. Tiefe, perfekte Gangwechsel. Und da müsst ihr einfach das Auto dann gut fahren. Oh, Überraschung. Ich habe gewonnen. Das ist halt immer so eine Sache. Geld wetten, das tue ich einfach nicht gerne. Ob ich jetzt ein gutes Auto habe oder nicht, ist mir absolut Schnuppe, ja. Ich schwöre, ich tue nie Geld wetten. Ich finde, das ist eher eine, soll ich sagen, eine Belustigung oder so in der Art. Weil die Sache ist halt, manche haben wirklich sehr, sehr wenig, weil die Leute nicht wirklich wissen, wie das funktioniert mit dem Sparen. Und andere Leute wiederum, die haben es ein bisschen übertrieben und haben Millionen und wissen einfach nicht, wohin damit. Aber trotz allem. Und dann gibt es noch die Leute, die haben zwar relativ viel Geld, könnte ich mir vorstellen, aber die geben das wahrscheinlich auch fast wieder so schnell wieder aus. Und machen dann immer Wetten und wollen dann gewinnen und haben dann manchmal auch ein etwas unfair getuntes Auto. Und dann wetten sie mit dir um viel Geld. Also hier kann man bis zu 100.000 Cash wetten. Und ja, wenn sie euch dann überholen, dann seht ihr richtig blöd aus und sie richtig arrogant reich. Das sind dann wirklich meistens die Leute, wo meistens immer gleich 100.000 Cash wetten wollen. Ich sage euch also ich gebe euch einen kleinen Tipp, ne? Der wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren, also nicht immer funktionieren, der wird wahrscheinlich nicht eigentlich, wird er wahrscheinlich nicht immer vonnöten sein, sage ich mir jetzt mal so. Aber wenn jemand euch da anfragt und für 200.000 ein Rennen fahren möchte, dann sagt einfach nein. Weil das sind halt meistens Leute, die haben ein spezielles Auto, also spezielles Auto. Die haben ein Auto gefunden mit einem versteckten Tuning. Und mit dem Auto können sie euch um Längen schlagen. Das heißt, egal wie gut ihr mit eurem Auto fahrt, ihr werdet die nie besiegen. So, und jetzt noch einmal, dass es auch genau guckt, deswegen habe ich das Video auch auf 60 FPS. Jetzt guckt einfach mal, wie ich es mache. Hier links ist nachher so ein Knopf. Start steht dort. Das ist der Launcher. Den müsst ihr drücken, sobald der Countdown hier komplett auf 0 ist. Also auch wenn 0 gezählt wurde. 3, 2, 1, 0. Das habe ich ein bisschen verkackt, aber im perfekten Moment gedrückt. So ungefähr funktioniert es. Ihr müsst hier mit dem Gaspedal das Ding hier immer im grünen Bereich halten. Und zur gleichen Zeit halt dort, wenn Go steht, ne? Wenn 2, 3, 1 ist und nachher Go, genau in diesem Frame, ne? In dieser Sekunde, in dieser Millisekunde, wenn es geht sogar, müsst ihr den Launcher drücken. So heißt der Knopf. Auch wenn da Start steht, der heißt der Launcher. So, dann jetzt noch einmal. Gut zugucken, ja, mit dem Gaspedal hier halte ich das im Grünen. Go! So. Das war jetzt auch nicht allzu perfekt, aber schon deutlich besser. So, und jetzt kann man sehen,
Der hat hier absolut keine Chance. Super. Gut. Aber das war natürlich noch ein bisschen harmlos, ne? Das ist nämlich noch Stufe 2 Auto. Deswegen, das war einfach mal ein Vorzeigemodell, weil das Auto etwas langsamer ist und nicht so schnell schaltet und all das. Aber jetzt würde ich mal sagen, kommen wir mal zu den großen Kaliber, nämlich Stufe 5 Autos. Jawohl, meine lieben Leute, Stufe 5 Autos sind da somit einfach die schnellsten Autos im gesamten Spiel. Wenn es dann nicht irgendwann mal Stufe 6 geben wird. Aber das glaube ich momentan nicht. Wobei Natural Motion immer wieder Autos released, die immer wieder auf neue schneller sind. Immer wie schneller. Früher war das schnellste Auto 7,4 Sekunden schnell. Das musst du mal denken. 7,4. Jetzt haben wir Autos, die 6,7 Sekunden können. Eine Zeit, die war vor ein paar Jahren nicht einmal vorstellbar. Nicht einmal vorstellbar. Deswegen, wenn man sich halt nicht so Gedanken drum macht, dann ja, okay. Aber wenn man sich dann Gedanken macht, ich weiß, das ist super geile Rede, dann kommt es einem schon extrem vor. Ich finde gerade kein Auto, wo ich das gut testen kann. Irgendeine Stufe Auto. Okay. Ich weiß gerade gar nichts. Ja, wir können es ja mal mit dem versuchen. Das ist einfach random ausgewählt, aber. Nehmen wir einfach mal den Maserati MC12 Stradale. So, was ich meistens mache mit Autos, wo ich noch nicht so viel gefahren bin, gehe ich erstmal regulär rennen. Und wisst ihr auch warum? Es gibt einen guten Grund, den ich selber für hilfreich finde. Da geht es so, bei einem Auto, der hat ja immer mehrere Gänge. Ob jetzt einen oder sechs oder neun, was auch immer. Was ich halt immer mache, so immer, würde ich meistens, ist zu gucken, was ist die Höchstgeschwindigkeit im ersten Gang. Ne? Welche Geschwindigkeit, also kmh-Anzeige, ja gut, bei manchen könnte es Meilen pro Stunde sein, aber bei mir sind es kmh. Wie viel kmh hat das Auto, wenn es den ersten Gang voll ausgefahren hat? Manche haben 60, manche 55, andere wiederum 70 oder so. Ne? Und das weiß man halt nicht so genau. Und warum das für mich wichtig ist, das zu wissen, das kann ich euch dann zeigen, wenn wir online gehen. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich halt immer mache. Erstmal normal Gas geben. So. Und dann, boom, habe ich kurz gesehen, 80/82 km/h, das war die Geschwindigkeit des ersten Ganges. Das war der erste Gang voll ausgefahren. Jetzt weiß ich, bei 80 muss ich das Auto schalten. Also das Auto, den Gang wechseln. Besser. Gut. Jetzt, wo ich das herausgefunden habe, kann ich auch schon live gehen. Jetzt bin ich auch, also sagen wir mal, jetzt werden wir mal schon ein Stück vorbereitet und kennen uns jetzt ein bisschen mehr aus mit unserem Auto, das wir ausgewählt haben. Jetzt gehen wir einfach mal live rennen. Und jetzt, ja, was nehmen wir dann? Auf jeden Fall keine Stufe 4 Autos, die sind unfair. Und bitte, Leute, nehmt euch in Acht vor diesen Leuten mit den Chevrolet Corvette Z06 Corvettes. Nehmt euch in Acht vor diesen Corvettes auf Stufe 4. Niemals fahren, die sind ultra gemein, wirklich. Die wollen meistens Geld von euch, die wollen wetten. Die machen dann so 200.000 und dann, das sind halt speziell, das ist wirklich ein spezielles Auto seit Jahren. Das kann man so tunen,
dass es langsamer scheint, als das Auto eigentlich ist. Deswegen niemals fahren, so auch Leute, bitte. Dankeschön. Gut, unser erster Gegner, Lamborghini Liberty, Huracan Silhouette. Und jetzt, pass auf, Alter. Das wird das gleiche mit dem Start bei Go. Jetzt, nachher 80, fast 74. Und jetzt alles, der Rest perfekte Gangwechsel. Ah, du hättest nicht Gang wechseln sollen. Du hättest nicht den Gang wechseln sollen. Wisst ihr warum? Ich kenne diesen Lamborghini nur zu gut. Und habt ihr gesehen, was für eine Zeit wir hinbekommen haben, wenn wir das Auto richtig anständig Gang wechseln? Wir können eine unglaublich, fast schon unmögliche Zahl erreichen. Das finde ich halt so geil. So. Genau. Und ansonsten würde ich eigentlich auch empfehlen, wenn ihr mit Autos der Stufe 5 ohne Verbesserung Live-Rennen machen wollt, dann bitte fahrt nicht gegen Stufe 4 Autos, so wie diesen Audi hier oder so. Und auf keinen Fall auch, wenn dieser Spieler so viel Erfahrungspunkte hat. Ne? Bitte nicht machen. Denn das sind halt wirklich meistens die Spieler, die wissen wirklich, wie das System funktioniert und die können euch mit links schlagen. Also sie sind noch mal schneller als unser Maserati jetzt hier. So, da das jetzt halt so interessant gewesen ist mit diesem Lamborghini Huracan und der jetzt richtig verkackt hat vor unseren Augen, sogar vor der Kamera, würde ich mal sagen, fahren wir jetzt mal mit dem Lamborghini Huracan ein bisschen durch die Gegend herum. Ich habe nämlich das Auto auch. Ja, ich habe das Auto auch. Naja, wenn ich es finden würde. Ne? Hier. Ah, ist schon verbessert. Das habe ich schon verbessert. Ich nehme halt an, dass die meisten Lamborghini Huracans ohne Verbesserung schon gebufft wurden, aber ich bin mir halt noch nicht ganz sicher, weil bei dem kann es sein, dass der noch frei herumfährt, ohne gebufft zu sein. Aber normalerweise ist es halt wirklich so, Moment. Schnell gucken, Tuning, speichern, weil ich werde dem Auto jetzt einfach mal die Verbesserung rausnehmen. Weg. Das Auto muss komplett nackig sein. Von Verbesserung. So, nachdem wir unserem Auto so ungefähr ein paar hunderte PS weggenommen haben und das Auto wieder langsam ist wie sonst was, kann es ja losgehen. Ich sage es halt, glaube, dass ich halt mit diesem Auto zu viel rumgefahren bin und dadurch tatsächlich schon nach oben gepusht wurde. Da können wir ja nicht sehen. Ich könnte, also sollte eigentlich theoretisch wieder in der gleichen Lobby sein wie mit Maserati, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Nein, wir sind hier wieder bei anderen Leuten. Was ich auch manchmal mache, oder eigentlich fast immer, ich suche erstmal nach Bots. Also nach Bots, ne? Nicht reale Spieler, um zu fahren, um zu testen, was für eine Zeit fahren die hier. Und ansonsten muss ich halt den nächstbesten Spieler nehmen, der nicht so aussieht, als würde er mich jetzt mit links schlagen. Aber ich kann nur hoffen. So, und wieder das gleiche Spiel. 3, 2, 1, go! So, das war ein geiler Start. So. Und jetzt erstmal brutal beschleunigen mit diesem Lamborghini. So, und jetzt nicht schalten, nicht den Gang wechseln. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Er wird mich überholen. Ich bin eine Lobby zu weit oben. Was hat er für eine Zeit? 15,8, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal die falsche Lobby. Wenn alle Autos so schnell fahren, ich bin gespannt, was der fährt. Also gut, normalerweise mache ich ja keine Stufe 4 Autos, aber so wie dieser Account aussieht. Ich glaube nicht, dass da groß was dahinter ist. Gut, das kann natürlich auch täuschen. Muss man auch sagen, aber meistens tatsächlich nicht um. 2, 1, go!
war noch ein guter Start. Wird er mich überholen? Nein, kann ich ihn überholen? Ja, guck mal. Also die Stufe 5 Autos sind schneller, aber Stufe 4 Autos nicht, oder was? Ja, können wir schon machen, ne? Egal, kann ich es euch einfach noch ein letztes Mal zeigen, wie das normal funktioniert mit dem Gas geben. Also 3, 1, go! Oh, hat er verpennt? Nein, es war ein kleiner Lag. Wir können den wieder überholen, aber ich glaube, diesmal lasse ich's. Muss nicht wirklich zweimal sein. Ich hab's nicht nötig. Einmal Gas geben reicht. 15,8. 15,8. Kann doch schneller, aber ich glaube, wir hätten den trotz allem auch überholen können. Also wäre noch schneller gewesen. Ja, gut, konnte sein. Also ich muss wirklich sagen, mit diesem Lamborghini, wenn man wirklich es irgendwie schafft, richtig perfekt zu schalten, kann man wirklich fast 15,8 Sekunden schaffen. Aber das ist dann wirklich ein bisschen zu brutal. Ja, ich weiß ganz genau, dass du mich schlagen wirst. Nein. Den interessiert mich noch. Das ist ein schwieriges Auto. Das ist ein schwieriges Auto zu schalten. Manchmal haben die Gegner auch tatsächlich recht komplizierte Autos, die sie ausgewählt haben, die wirklich nicht einfach zu schalten sind. Man muss wirklich wissen, wo das Auto beschleunigt. Ne? Also je nachdem, wo die Nadel steht, ne? Bei dem RPM, ne? Beim Beschleunigungsmeter, Tachometer, ne? Je nachdem, wo der Tacho dann steht, dass das Auto mal mehr und mal weniger Beschleunigung hat. Das ist jedenfalls bei diesem Porsche, ne? Das ist sogar der Porsche ich weiß den Namen gerade gar nicht. Ich bin gerade unfähig. 911, nein, ich glaube, das ist ein 911, oder? Wo habe ich ihn überhaupt? Mensch. Ja, sorry, Alter, ich kann nicht so viel, wenn ich so viele Autos habe. Da ist er. Das ist tatsächlich ein 911er. Porsche 911er RWB. Ganz spezielles, geiles Modell. Also, das ist einer, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar einer der größten Spoilers oder Flügel, die ich auf einem Porsche je gesehen habe. Das muss ich wirklich sagen. Dieser Spoiler ist wirklich recht fett. Aber wollt ihr einen richtig geilen Spoiler sehen? Das ist ein geiler Spoiler. Vom Zenvo TSR Schrägstrich, nein, nicht Schrägstrich, Strich S. Guckt euch diesen Spoiler an, pass auf, Alter. Das ist somit wahrscheinlich einer der geilsten Flügel-Spoiler-Animationen, die ich hier gesehen habe in diesem Spiel. Das ist so dermaßen geil. Das Auto selber sieht auch unglaublich fantastisch geil aus. Ja, das Auto würde auf jeden Fall zu Prinz Eugen recht gut passen. Und sogar auf der Motorhaube steht Zenvo mit Rennstreifen. Und auf dem Dach steht es auch noch. Sehr geil auf jeden Fall. Zenvo, also auf jeden Fall eine Automarke, die ich jedenfalls ziemlich ins Herz geschlossen habe. Ich kenne die Autos hier, also ich habe die Autos wirklich vorher noch gar nicht gekannt, aber jetzt, wo ich die aus dem Spiel kenne, finde ich Zenvos auch verdammt interessant auf einmal, wenn ich sie im echten Leben hier sehen würde. Aber gut, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ihr mal ein bisschen verstanden habt, wie das jetzt hier mit dem Schalten und Launcher und Start geben und so funktioniert. Ne? Dass ihr, naja, das keine Ahnung, wenn ihr mich mal seht, dass ihr auch mal eine gute Chance habt gegen mich und dass ich dann nicht einfach immer am Gewinn bin. Spaß, aber jeder soll Spaß haben und wenn ihr nicht schon brutal am Grinden seid, ne, also wenn ihr nicht schon brutal viele Respektpunkte habt, dann kann es auch sein, dass ich euch mal ein paar Mal gewinnen lasse. Weil mir danach ist. Spaß. Nicht weil mir danach ist, sondern weil ich es so machen möchte. Ja, meine lieben Leute, bei mir ist es meistens so, die Spieler, die wirklich, wie soll ich sagen, halt,
das ist vielleicht nicht die faireste Art, muss ich zugeben. Aber ich mache es halt wirklich so. Die Spieler, wo wirklich aussehen, als wären sie halt nicht so weit oder sind halt nicht so da drinne oder wissen noch nicht so, wie das funktioniert, für die fahre ich, wie soll ich sagen, ein bisschen scheiße. Ne? Also ich fahre nicht, um das Maximum aus meinem Auto zu bekommen, sondern einfach so, dass ich gerade mal sie überholen könnte oder auch abbremsen kann und sie gewinnen lasse. Weil warum nicht? Ja, also es kann wirklich sein, dass Leute einfach die Schnauze voll hatten vom Spiel, weil sie einfach nicht gewinnen. Und ich glaube, wenn da mal so ein random Dude mit eigentlich viel mehr Respektpunkten und einem viel höheren Level, dass der mal sagt, ja gut, lass ich den mal gewinnen und so, dann, ne, ist ja eigentlich ja nicht meine Aufgabe, deren Motivation beizubehalten, aber hey. Trotzdem eine geile Art, halt mit anderen Leuten sozusagen kommunizieren zu können, aus der gesamten Welt, wie gesagt. Ja. Damit würde ich sagen, Fenau ist so gucken. Das war so eine Art Tutorial, wie man das halt so macht mit diesem Gas geben am Start bei Live-Rennen. Und ich hoffe halt wirklich, wirklich, dass ich euch mit dem irgendwie auch nur annähernd helfen konnte, dass ihr das auch mal richtig hinbekommt. Wenn ich das Video auf YouTube hochlade, gibt es natürlich noch die geile Extra-Funktion, dass das Video auch bleibt, nachdem ihr es angeguckt habt. Das heißt, ihr könnt auch einfach zurückspulen und euch das in Zeitlupe angucken. Und ja, damit möchte ich auch das Video beenden. Vielen Dank fürs Zugucken. Euer iTrain, einen zugtastischen Tag. Und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Video. Tschüssi.